Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Generalversammlung der Bank für Kirche und Diakonie, die heute erstmals hybrid stattfinden wird. Und das heißt, hier im Saal, den Westfalenhallen in Dortmund, sind eine Reihe unserer Genossen und an den Bildschirmen sitzen auch noch einmal eine große Zahl von Genossen und Genossinnen. Und ich freue mich, dass Sie diese Möglichkeit in dieser Form genutzt haben. Wir haben ja alle die Hoffnung, dass die Pandemie irgendwann vorbei ist und wir uns in gewohnter Weise auch in größerer Zahl hier in Dortmund treffen können. Und bis dahin wünsche ich uns allen erstmal einen schönen Sommer und dann auch einen hoffentlich guten Winter. Wie immer, nach guter Tradition wollen wir den Tag unserer Generalversammlung mit einer gemeinsamen Morgenandacht beginnen. Und ich freue mich besonders, dass Herr Dr. Thorsten Latzel, der neue Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, heute zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen. Lieber Präses Latzel, ich bitte Sie nun, uns die Andacht zu halten und hier dafür auf das Podium zu kommen. Er macht eine Sommer. Sehr geehrte Frau Thieme, sehr geehrter Dr. Tiesler, sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes, sehr geehrte Mitglieder der Generalversammlung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Meine erste Erfahrung, als ich zum Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland gewählt wurde, war: auf einmal stellen mir Menschen viele Fragen. Ich hatte den Blumenstrauß der Wahl noch nicht richtig aus der Hand, da war ich schon mittendrin in der ersten Pressekonferenz. Herr Latzel, wie sieht die Zukunft der Evangelischen Kirche aus? Was sagen Sie zum assistierten Suizid? Wie beurteilen Sie die Corona-Schutzmaßnahmen der Politik? Nun ist es natürlich für das eigene Ego immer angenehm, eine im wahrsten Sinne des Wortes gefragte Person zu sein. Man muss sich nur davor hüten, zu meinen, dass man wirklich auch zu allen Fragen etwas zu sagen hat. Die Zukunft etwa ist per se Sache Gottes. Auch als Präses weiß ich nicht mehr über Corona als jede andere Bürgerin und jede andere Bürger auch. Zu den komplexen Fragen des assistierten Suizids, da haben wir allerdings theologisch wirklich etwas beizutragen. Was mich aber in den letzten Wochen und Monaten zunehmend verwundert ist, wonach ich nicht gefragt werde. Nach Gott. Das kann man nun sehr unterschiedlich interpretieren. Vielleicht wissen die Leute schon alles von Gott. Das fände ich ja wirklich toll, denn dann hätte ich ein paar Fragen. Oder wir haben aktuell schlicht drängendere Probleme. Frei nach Woody Allen, ob es Gott gibt oder nicht, das ist das eine. Aber versuch mal vor dem Urlaub noch einen Impftermin zu erhalten. Oder die Frage hat sich für viele Menschen erledigt. Einfach, weil sie es für unbeantwortbar halten. Nichts Genaues weiß man nicht. Irgendwann in den letzten Wochen hat es dann aber bei mir Klick gemacht. Meine vornehmste Aufgabe als Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland und überhaupt als Christenmensch ist es nicht, die Frage nach Gott zu beantworten, sondern sie zu stellen. Wo ist Gott? Wo ist Gott als Grund, Ziel, Licht der Welt, als Horizont dafür, dass ich selbst anders leben kann? Und als Grund dafür, dass wir mit den vielen anderen Fragen nach Zukunft, Pandemie und wie wir leben und sterben können, anders umgehen können. Ich lese Verse aus Exodus 13. Und Gott, der Herr, zog vor dem Volk Israel her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen,
und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Was für ein starkes Bild! Das Volk Israel zieht durch die Wüste und Gott geht vor ihnen her in einer Wolken- und Feuersäule. Es beschreibt eine tiefe Glaubenserfahrung des Volkes Israel, an der wir als Christinnen und Christen Anteil haben. Für die Frage, wo ist Gott, finden sich hier verschiedene Hinweise. Erstens, Gott ist gegenwärtig und zugleich unverfügbar. Ein Leuchten, das in einer Wolke verhüllt ist. Ich habe Gott niemals in meinem Leben, sondern lebe in seiner verborgenen Gegenwart. Zweitens, Gott ist das, was mir Kraft und Orientierung im Leben gibt. Ein Feuer, eine Säule, die vor mir herwandert. Und drittens, Gott bewegt mich, gemeinsam mit anderen durch die Wüste zu ziehen, hin zu einem neuen Leben, zu einem verheißenen Land. Und ich erfahre Gott genau so, dass ich mich von ihm bewegen lasse, von ihm bewegt werde, indem er mein Denken, Handeln, Wachen, Schlafen mich selbst zutiefst bestimmt. Das meint dieses besondere Bild, bei Tag und Nacht zu wandern. Was bedeutet das nun für die vielen anderen Fragen, die Sie, die mich beschäftigen, vor denen wir als Gesellschaft gemeinsam stehen? Zunächst die Sache mit der Zukunft. Wir wissen schlicht nicht, wie sie aussehen wird. Weder für die Kirche, noch für die Gesellschaft, noch für uns persönlich. Da ist Gott vor. Gott steht als Säule zwischen uns und unserer Zukunft. Und die Pandemie hat uns noch einmal gelehrt, neu bescheiden zu sein. Was aber nicht heißt, dass wir keine Orientierung hätten. Unsere Aufgabe ist es, als Christinnen und Christen aus der unverfügbaren Nähe Gottes zu leben, uns selbst in seinem verborgenen Licht zu sehen, uns von Gottes allumfassenden Liebesgeschehen bewegen zu lassen. Wo das hinführen wird, wissen wir nicht. Das ist Gottes Sache. Unsere Aufgabe als Kirche ist es daher auch nicht, Gott zu den Menschen zu bringen oder Antworten auf alle Fragen zu haben. Unsere Aufgabe ist es, nach Gott zu fragen, sein verborgenes Leuchten im Leben der anderen zu entdecken. Gott ist immer schon da. Oder wie es in dem Perspektivtext der evangelischen Kirche im Rheinland heißt, wir sind Lobbyisten der Gottoffenheit. Gottes unverfügbare Gegenwart ändert dann auch unseren Umgang mit den Fragen am Lebensende, beim Sterben, dem eigenen Sterben wie dem Sterben von Menschen, die uns nahestehen. Wir nehmen wahr, was Menschen brauchen, in jeder Zeit des Lebens und gerade auch in der letzten Lebensphase im Sterben. Und es ist gut, dass wir als Kirche stellvertretend eine Diskussion führen, die wir als Gesellschaft insgesamt brauchen. Wir verkürzen diese Frage aber eben nicht auf die des assistierten Suizids, weil es hier um mehr geht. Wir helfen anderen im Sterben, aber nicht zum Sterben. Wir respektieren es, wenn sich Menschen anders entscheiden als wir selbst. Aber wir bieten keine Angebote, dem Leben selbst aktiv ein Ende zu setzen. Und schließlich die Sache mit der Corona-Politik. Ja, hier sind mit Sicherheit Fehler passiert, haben manche Menschen Dinge ausgenutzt. Würden wir heute vieles anders machen mit dem, was wir mittlerweile wissen? Im Horizont der Liebe Gottes stellen sich mir aber noch einmal ganz andere Fragen. Verhalten wir uns eigentlich so,
dass wir wirklich alle gemeinsam durch diese Wüste kommen, alle Menschen weltweit? Lebe ich selbst so, wie ich es mir von anderen Menschen in der Pandemie erwünsche? Und wo bin ich bereit, selbst politische Verantwortung für andere zu übernehmen, auch wenn ich mir damit keine Freunde mache? Gott ist nicht einfach die Antwort auf alle Fragen. Aber nach Gott zu fragen, verändert unsere Perspektiven, meine eigene Sicht auf das Leben. Es eröffnet mir einen Horizont eines anderen erlösten, befreiten Lebens. Eines Lebens, das mit Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung wirklich ernst macht. Vom verborgenen Leuchten Gottes. Wo bist du, Gott? Ich weiß es oft nicht, kann dich nicht zeigen, habe keine einfache Antwort auf viele schwierige Fragen. Doch ich suche dich, dein verborgenes Leuchten, und vertraue darauf, dass du da bist, immer schon, bei allen Menschen. Als Wolkensäule bei Tag und als Feuersäule bei Nacht. Verschieden in Gestalt, verhüllt, verborgen, doch tiefenmächtig, feurig erhaben. Du bist mir Kraft, Orientierung. Nimm mich hinein in die Bewegung deiner Liebe. Du leuchtest in der Welt. Das lässt mich wandern bei Tag und bei Nacht. Gemeinsam mit anderen durch die Wüste, in eine Zukunft, die wir nicht kennen, doch von der ich weiß, dass du dort auf uns wartest. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Versammlung, ein kluges Nachdenken und weise Entscheidungen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Präses Dr. Latzel, für Ihre Worte, für Ihre geistliche Leitung, unser gemeinsames Fragen nach Gott in der Welt, in unserem Leben. Ich freue mich besonders, dass Sie, wir kennen uns lange aus Hannoveraner Zeiten, dann aus Frankfurter Zeiten, dass Sie eine Tradition aus Frankfurt jetzt auch im Rheinland vorsetzen. Und daher kommt der Werbeblock für den Präses-Block, den Herr Dr. Latzel jedes Wochenende für die, die eine geistliche Einführung in das Wochenende haben wollen, schreibt, die genau von der spirituellen und rationalen und intellektuellen Kraft geprägt ist, wie Ihre jetzige Andacht für uns heute. Wir sind besonders dankbar, dass Sie auch den Vorsitz unserer KD-Bank-Stiftung übernommen haben und wir auf diese Weise vielleicht auch mit Ihnen gemeinsam neue Wege, nicht nur für die Rheinische Kirche, sondern für den Bereich, den die KD-Bank in Deutschland abdeckt, gehen können. Und darauf freue ich mich persönlich sehr. Ich habe gehört, dass Sie eine Tour der Hoffnung im Sommer mit dem Fahrrad machen und Gott wird Sie beschützen. Davon bin ich fest überzeugt. Für Ihren Sattel gebe ich Ihnen jetzt als ganz kleine Gabe, das fiel mir eben ein, als ich Sie sah, einen kleinen Sattelschoner. Denn der Regen, der gehört auch zu Gottes guten Gaben, aber manchmal ist er auch störend. Gottes Segen und vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, damit steigen wir in den sachlichen Teil unserer Sitzung ein. Und ich weiß, dass Präses Latzel uns nachher aus terminlichen Gründen sicher bald verlassen muss. Und insofern gehe ich jetzt ganz ruhig in die Tagesordnung über und möchte Ihnen noch kurz erläutern, was die hybride Sitzung heute für uns bedeutet. Wir tagen hier unter Berücksichtigung aller Sicherheits- und Hygieneregeln und ich habe gelernt, ich darf sogar beim Sprechen die Maske abnehmen und dann können Sie mich vielleicht auch noch besser verstehen.
in den die Mitglieder des Vorstands, die Mitglieder des Aufsichtsrats und alle Mitglieder, die an der Präsenzveranstaltung teilnehmen wollten, sind hier nach Dortmund in die Westfalenhalle gekommen und nehmen persönlich an der Generalversammlung teil. Für die Mitglieder, denen eine Teilnahme hier in Dortmund nicht möglich war, wird die Versammlung als Livestream im Internet übertragen. Und wir hoffen, dass Sie auf beiden Wegen umfassend und wie gewohnt in der guten Qualität über die ja auch sehr erfreuliche Entwicklung unserer Bank für Kirche und Diakonie informiert werden. Natürlich werden wir Ihnen allen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, die der Vorstand oder auch Mitglieder des Aufsichtsrates Ihnen beantworten. Der Zugang zu dem Livestream ist mit einem Passwort geschützt, das nur an Mitglieder, Mitarbeitende und Gäste verteilt wurde. Daher möchte ich darauf hinweisen, dass Sie den Livestream bitte nicht mitschneiden oder aufzeichnen und dass wir davon ausgehen, dass wir wie bei einer normalen Generalversammlung ganz unter uns sind. Lassen Sie uns mit der heutigen Losung unserer im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder zu Beginn unserer Generalversammlung gedenken. Ich bitte Sie, sich hier im Saal zu erheben. Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Aus Sacharja 3, Vers 4. Aus Gnade seid ihr gerettet. Epheser 2, Vers 5. Stellvertretend für alle im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder möchte ich an dieser Stelle nennen Frau Dr. Heidrun Schnell, Leiterin der Finanzabteilung der Evangelischen Kirche Deutschlands und Mitglied des Aufsichtsrates von 2016 bis 2019. Frau Dr. Schnell ist im Alter von 50 Jahren am 4. Januar 2020 verstorben. Herrn Carsten Gebhardt, ehemaliger Vorstand des Evangelischen Johanneswerk und Mitglied des Aufsichtsrats der Bank für Kirche und Diakonie von 2003 bis 2011. Er ist am 1. September 2020 im Alter von 75 Jahren verstorben. Und an Herrn Joachim Haslei, unseren langjährigen Vorstandsvorsitzenden und zuletzt Aufsichtsratsvorsitzenden, der am 21. September 2020 im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Joachim Haslei ist nach seiner Ausbildung bei der Volksbank Meiderich im Jahr 1963 zu uns gewechselt und hat unser Haus bis zu seinem Ausscheiden als Aufsichtsratsvorsitzender im Jahr 2011 wesentlich mitgeprägt. Wir haben Sie im Rahmen der letzten Generalversammlung bereits ausführlich über das Wirken von Herrn Haslei informiert und verabschieden uns von einem Mann, der fleißig, zupackend, streitbar und auch strategisch denkend war und dem unsere Bank für Kirche und Diakonie sehr viel zu verdanken hat. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stelle fest, dass die Einladung zur schriftlichen Beschlussfassung und zur Generalversammlung gemäß dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie und § 28 unserer Satzung form- und fristgerecht durch unmittelbare Benachrichtigung unserer Mitglieder erfolgt ist. Mit der Einladung wurden Ihnen insbesondere die Tagesordnung der Jahresbericht 2020, der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 anhand des zusammenfassenden Schlussbemerkungen unseres Prüfungsverbandes, des Genossenschaftsverbandes, Verband der Regionen e.V. und die Punkte, die zur schriftlichen Beschlussfassung anstehen, bekannt gegeben. Der Jahresbericht enthält die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Bericht des Vorstands, den Bericht des Aufsichtsrates und den Vorschlag zur Ergebnisverwendung. Einsendefrist für die schriftliche Beschlussfassung war der 9. Juni 2021 am Sitz der Bank eingehend.
Die schriftliche Beschlussfassung ist somit abgeschlossen und ich werde Ihnen im Rahmen dieser heutigen Generalversammlung über die Ergebnisse berichten. Gemäß § 29 der Satzung wurden Herr Friedo Weidmann und Herr Alexander Endemann aus der Innenrevision der Bank für Kirche und Diakonie zu Stimmzählern ernannt. Die Auszählung der schriftlich abgegebenen Stimmen wurde durch die beiden Herren am 10. Juni im Vier-Augen-Prinzip vorgenommen. Die Wahl war geheim. Die Ergebnisse der Stimmzählung wurden dokumentiert und ein Verzeichnis der Mitglieder, die im Rahmen dieser schriftlichen Beschlussfassung gültige Stimmen abgegeben haben, erstellt. Das Verzeichnis wird für Prüfungszwecke dem Protokoll der Generalversammlung angehängt. Gemäß § 29 unserer Satzung nenne ich Frau Katharina Fehling zur Schriftführerin. Sie sitzt hier vorne. Zur Unterstützung der Schriftführerin wird die Abfolge der Versammlung per Tonträger aufgezeichnet werden. Bevor wir zum Bericht des Vorstands kommen, möchte ich Ihnen noch kurz erläutern, wie Sie sich an der Aussprache danach aktiv beteiligen können, wenn Sie Fragen haben. Alle Mitglieder sind bereits mit der Einladung und dem Versand der Wahlunterlagen auf die Möglichkeit hingewiesen worden, Fragen vorab oder während der Generalversammlung per Mail an die E-Mail-Adresse gv2021@kd-bank.de zu richten. Bitte senden Sie uns Ihre Fragen und Anmerkungen zu den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat während der Tagesordnungspunkte 1 bis 3, damit wir sie sammeln und unter dem Tagesordnungspunkt 4 Aussprache beantworten können. Zum besseren Verständnis werden wir jeweils die Frage vorlesen und nennen, welches Mitglied die Frage gestellt hat. Die Mitglieder hier im Saal können ihre Fragen selbstverständlich persönlich vortragen. Ich werde dazu zu geeigneter Zeit aufrufen. Damit kommen wir zu Punkt 1 unserer Tagesordnung und ich bitte den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Eckhardt-Tiesler, um den Bericht des Vorstandes. Wie Sie alle dem Jahresbericht entnehmen konnten, hat die Bank sich trotz Corona und der andauernden Niedrigzins- bzw. inzwischen Negativzinsphase gut entwickelt. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Tiesler gebeten, Ihnen auch noch einmal zu erläutern, was uns dazu bewogen hat, Ihnen den Vorschlag für die Ausschüttung einer Dividende von 4% zu unterbreiten. Lieber Herr Dr. Tiesler. Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Mitglieder unserer Bank, sehr geehrte Gäste. Ich freue mich sehr, und das können Sie mir glauben, ganz persönlich, dass wir Sie heute hier in den Westfalenhain begrüßen dürfen. Auch im Namen natürlich meiner Kollegin Frau Klüter, Frau Pollach und Herrn Moldrich. Wir haben uns ja draußen im Foyer ja schon begrüßen können und es ist einfach wieder schön, Sie in Präsenz, in Natura zu sehen. Noch vor wenigen Wochen war das ja kaum absehbar, dass wir diese Generalversammlung hier in den Westfalenhallen so abhalten können. Da gingen wir davon aus, dass wir wieder wie im letzten Jahr im Netz diese Veranstaltung stattfinden lassen müssen. Aber, und das ist das Schöne, heute stehe ich direkt vor Ihnen und ich kann Ihnen versichern, dass wir nicht nur viel Gutes zu berichten haben, sondern, und ich freue mich auf die vielen Gespräche im Nachgang beim gemeinsamen Mittagessen von Angesicht zu Angesicht. Genauso herzlich heiße ich die vielen Mitglieder unserer Bank willkommen, die uns heute im Netz per Livestream aus ihrem Büro von zu Hause aus folgen. Ich hoffe, die Technik spielt bei allen mit. An dieser Stelle möchte ich auch Ihnen, lieber Herr Latzel, ganz herzlichen Dank sagen für Ihre ansprechende und nachdenklich stimmende Andacht. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind in die Westfalenhallen. Auch freue ich mich, und das ist schön, ich glaube, wir sind mit die Ersten, die Sie persönlich auch kennenlernen dürfen. In den Corona-Zeiten war das ja alles sehr schwierig gewesen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen für dieses neue wichtige Amt als Präses einer unserer Gründungslandeskirchen. Ja, später freuen wir uns noch auf einen weiteren Gast. Es ist Sven Plöger, salopp gesagt der Wettermann aus dem ersten Programm. Er wird uns wichtige Fakten über die Entwicklung des globalen Klimas nahebringen. Und obwohl sich unsere Generalversammlung ja schon fast wieder normal anfühlt, ich weiß nicht, ob nachher noch mal der Schwenk der Kamera in den Saal gehen kann. Das finde ich ein sehr schönes Bild, auch wenn wir noch Masken tragen müssen. Das ist eben noch leider die Corona-Verordnung, die das vorschreibt. Auch wenn sich, wie gesagt, unsere heutige Generalversammlung fast normal anfühlt, ganz ohne das Thema Corona kommen wir natürlich nicht über die Runden. Dafür hat die Pandemie einfach zu große Auswirkungen auf uns alle gehabt. Doch unser Geschäftsmodell war auch in dieser Zeit ein Glücksfall für uns und, das darf ich sicher sagen, auch für Sie, für unsere Kunden. Denn als traditionelle Fernbank mussten wir nicht großartig umdenken, sicher an der einen oder anderen Stellschraube drehen, um die besten Lösungen für unsere Kunden und uns zu finden. Ich meine aber, das ist uns im Großen und Ganzen gut gelungen. Corona hat sozusagen nur ein wenig beschleunigt. Zwar waren wir schon vorher auf einem guten Weg in Sachen Digitalisierung, aber mit der Pandemie wurde das Thema noch akuter. Zum Beispiel unsere KD-Online-Spende. Diese Spendenmöglichkeit mussten wir nicht neu erfinden. Sie feiert dieses Jahr ihren 5. Geburtstag. Mittlerweile konnte über dieses Portal aber viel Geld gesammelt werden. Insgesamt über 445.000 Euro waren es allein im letzten Jahr. Das ist eine Verdreifachung der Summe gegenüber dem Vorjahr. Natürlich bezahlen unsere Kunden schon seit langem online. Wenn sie wollen, fließt das Geld sogar dank Echtzeitüberweisung in Sekundenschnelle auf das Konto des Zahlungsempfängers. Inzwischen können Sie auch Ihr Depot bequem mit dem Smartphone oder Tablet verwalten. Immer mehr Kunden nutzen diese Möglichkeit. Sie können sich denken, dass Corona auch daran nicht ganz unschuldig gewesen ist. Nebenbei bemerkt, das alles ist zeitgemäß und außerdem sicher. Kennen Sie noch dieses Formular? Ich weiß nicht, ob Sie das noch sehen. Kennen Sie das noch? Ich ziehe das dann in 5 Jahren noch mal raus, ob Sie das noch kennen. Genau, es ist ein Überweisungsformular, aber Überweisungen auf Papier lassen sich vergleichsweise leicht manipulieren. Beim Online-Banking haben Betrüger da erheblich schlechtere Karten. Und praktisch ist die VR-Banking-App nun wirklich auch. Ich hoffe, Sie nutzen sie auch. Sie ist ja wirklich sehr schnell und gut zu bedienen. Und deswegen schätzen immer mehr Kunden diese Form des Banking mit uns. Zum Alltag geworden sind allerdings auch noch ein paar andere Dinge. So sind unsere Webinare inzwischen zu einem festen Bestandteil geworden, sowohl für unsere Geschäftspartner als auch für unsere Mitarbeitenden. Denn Fort- und Weiterbildung bleibt ein wichtiges Anliegen unseres Hauses. Weiter darf ich Ihnen sagen, mobiles Arbeiten hat natürlich auch bei uns starken Einzug genommen. Videokonferenzen ersetzen Teamsitzungen, vermeiden so manche Dienstfahrt und. Die Pandemie hat uns aber auch gelehrt, dass wir mit unseren Kunden über Videokontakte durchaus nah sein können. Aber, und das erkennen wir auch, es geht nichts über den persönlichen Austausch von Angesicht und Angesicht. Deswegen freue ich mich so sehr, dass wir heute hier in den Westfalenhallen wieder in Präsenz tagen können. Und trotzdem bin ich mir sicher, auch wenn Covid-19 einmal eine Erinnerung an eine extreme Zeit ist, werden wir viele dieser netzbezogenen Serviceleistungen wie selbstverständlich weiterhin nutzen. Und das ist nicht nur unter praktischen Aspekten gut, sondern auch ökologisch eine saubere Lösung, wenn der Strom nachhaltig produziert wird und wir nicht jedes Schreiben ausdrucken müssen. Lassen Sie uns einen Moment über die Zukunft sprechen und über Kinder und Jugendliche, denn die sind unsere Zukunft, aber sie müssen eben auch noch eine lebenswerte haben. Denn nicht alles steht zum Guten. Regenwälder fallen Monokulturen zum Opfer, die Verbrennung fossiler Brennstoffe belastet das Klima, die Meere ersticken,
buchstäblich am Plastikmüll. Diese Liste könnte ich hier weiter fortführen. Aber dazu hören wir ja später mehr von Herrn Plöger. Immerhin, es gibt Hoffnung. Denn glücklicherweise ist inzwischen nicht nur hierzulande das Thema Klimaschutz überall auf der Tagesordnung. Auch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die daraus resultierenden verschärften Klimaziele der Bundesregierung zeigen in die richtige Richtung. Aber zurück zu den Kindern. Wenn wir über sie und ihre Rechte reden, müssen wir dann nicht auch über Nachhaltigkeit, über Bewahrung der Schöpfung sprechen? Müssen wir nicht auch bei unseren Investitionen immer an die nachfolgenden Generationen denken, wir als Bank genauso wie Sie, unsere Kunden? Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil wir uns gefragt haben, was können wir als Kapitalanleger tun? Und damit diesen Planet und folglich Millionen von Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft ermöglichen? Was können wir als Bank für Kirche und Diakonie tun? Die Antwort ist schnell gegeben, am besten mit vielen Partnern und Mitstreitern an unserer Seite. Deshalb haben wir es gemeinsam mit der Kindernothilfe als eine der größten europäischen Kinderrechtsorganisationen und weiteren Partnern etwas wirklich Einmaliges aus der Taufe gehoben, den Kinderzukunftsfonds. Ein Fonds also, der bei jeder Investition genau hinschaut, was das Geld für die Zukunft der Kinder tut, in den ärmsten Ländern dieser Welt, aber auch in Deutschland. Bei Investitionen in Unternehmen sehen wir uns selbstverständlich auch immer die Lieferketten an. Denn wir wollen nicht, dass Geld in Länder fließt, die es mit Kinderrechten und Klimaschutz nicht so genau nehmen, dafür aber bei Korruption und Diskriminierung geflissentlich wegsehen. Um es deutlich zu machen, es reicht uns nicht, dass die Unternehmen sich zu Zielen wie Nachhaltigkeit und Kinderrechten lediglich in Hochglanzbroschüren bekennen. Sie müssen auch aktiv etwas dafür tun. Und überdies auch in Sachen Nachhaltigkeitsbewertung zu den Besten ihres Sektors zählen. Ich kann Ihnen sagen, dass das die Zahl der in Frage kommenden Unternehmen ganz schön einschränkt. Ich kann Ihnen aber heute auch versichern, wir haben es geschafft. Wir haben genügend Titel gefunden, in die wir anlegen können. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank dem Kriterienausschuss unter Leitung von Silvia Kreibiel, die auch Chefin von German Watch ist, und dem kirchlich getragenen Südwind-Institut, das Konzept für die Kriterien entwickelt hat. Das war ein großes Stück Arbeit und dafür ein herzliches Dankeschön. Nochmal zurück zu unserem neuen Fonds. Unser Kinderzukunftsfonds heißt so, weil er tatsächlich vor allem Kinder und Jugendliche im Fokus hat. Da wir nun selber nicht mehr zu dieser Altersgruppe zählen und, wie heißt so schön, Betroffene auch zu Beteiligten machen wollen, haben wir gemeinsam mit dem Vorstand der Kindernothilfe die folgende Idee entwickelt, nämlich junge Menschen in Form eines Beirats einzubinden. Auch unsere jungen Azubis sind dabei. Mit anderen Worten, wenn es um die Frage geht, ob das Unternehmen, in das wir investieren, etwas fürs Klima tut, familienfreundlich ist und ausbildet, sowie die Menschen- und Kinderrechte achtet, dann sitzt demnächst der Jugendbeirat des Fonds mit am Tisch. Eine wirklich großartige und innovative Idee, wie ich finde. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Jürgen Borchert, dem Finanzvorstand der Kindernothilfe, bedanken. Ich bin sicher, dass sich mit diesem Fonds spannende Perspektiven ergeben werden. Aber welche Zukunftschancen sehen wir als Bank für Kirche und Diakonie für diesen neuen Fonds? Ich kann es kurz machen. Als KD-Bank haben wir in puncto Nachhaltigkeit sehr viel Erfahrung. Und ich darf Ihnen versichern, nachhaltige Investments sind überaus attraktiv und werden stärker denn je nachgefragt. Kein Wunder also, dass die Frankfurter Allgemeine schon letztes Jahr geschrieben hat, Privatanleger verdoppeln Investments in Nachhaltigkeitsfonds. Und Sie erinnern sich vielleicht, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, Aktien von nachhaltigen Unternehmen sind sozusagen zukunftsfähiger und wetterfester als herkömmliche Anlageformen. Ich meine, die Zeit ist reif für den Kinderzukunftsfonds, denn er ist die Zukunft. Und deshalb rufe ich Ihnen zu, ohne Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es nicht. Bitte machen Sie mit, lassen Sie sich beraten und zeichnen Sie diesen neuen Fonds. Und ich kann Ihnen heute schon vermelden,
In den ersten 6 Wochen seit der Auflegung haben wir schon mehr als 30 Millionen Euro an Fondsanteilen einsammeln dürfen. Das freut uns sehr. Fonds wie der Kinderzukunftsfonds sind für Sie als Anleger eine sehr gute Möglichkeit, mit gutem Gewissen Geld zu investieren. Ich sage ja immer, wir schauen nicht weg bei der Geldanlage und das tun Sie auch nicht. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen einmal herzlich danken dafür, denn Sie machen uns stark mit Ihren Fondskäufen und Wertpapieranlagen, denn wir vertreten schließlich Sie und Ihre Anteile bei Aktionärsversammlungen und sorgen so dafür, dass Nachhaltigkeit, Menschenrechte und christliche Werte in den Fokus der Geschäftsführenden geraten. Je mehr Stimmen wir haben, desto besser. Neben Abstimmungen auf Hauptversammlungen suchen wir auch das Gespräch hinter den Kulissen mit den Großunternehmen, wie beispielsweise BASF, Daimler oder Textilherstellern wie Adidas, Hugo Boss oder Zalando, um nur einige wenige aufzuzählen. Auch dort bringen wir unsere Themen wie Klimaschutz, faire Arbeitsbedingungen und Löhne immer wieder an. Glücklicherweise müssen wir das nicht alleine tun. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis kirchlicher Investoren, dem AKI, und mit fachlicher Unterstützung des Südwind-Instituts haben wir zum Beispiel vor Jahren schon begonnen, mit dem besagten Textilunternehmen über ihre Lieferketten und existenzsichernden Löhne zu sprechen. Ein weiterer starker Partner in Sachen Nachhaltigkeit ist für uns Union Investment. Die zweitgrößte deutsche Kapitalanlagegesellschaft hat die Aktionärsrechte der KD Bank in unserem Sinne allein im vergangenen Jahr auf 85 Hauptversammlungen in 14 Ländern wahrgenommen. Außerdem wurden durch diese Partner beinahe genauso viele Gespräche mit Verantwortlichen von Unternehmen geführt, bei denen soziale und ökologische Aspekte ganz in unserem Sinne besprochen wurden. Und ich versichere Ihnen auch, wir haben auch unsere eigene Branche im Blick. Ganz persönlich engagieren wir uns deshalb im Nachhaltigkeitsprojekt des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, kurz BVR. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit werden wir mehr und mehr gehört. Und wir setzen uns aktiv dafür ein, dass die Volksbanken, Raiffeisenbanken ambitioniert an das Thema herangehen und deutlich mehr für Klima und Co. tun. Zugegeben, nicht alles verändert sich von heute auf morgen. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden auch an diesem Punkt nicht nachlassen. Nun zu einem ganz anderen Thema. Seit 2014 fährt die EZB ihre Nullzinspolitik. Seitdem müssen wir als KD Bank Negativzinsen auf unsere Einlagen bei der EZB bzw. Bundesbank in Höhe von 0,5% bezahlen. Mehr als 6 Jahre haben wir es weitestgehend geschafft, Negativzinsen nicht an unsere Kunden weiterzureichen. Allerdings mussten auch wir im August des letzten Jahres jenen Schritt gehen, den viele andere Banken und Sparkassen schon lange vor uns gegangen sind. Wir haben schweren Herzens Verwahrentgelte eingeführt. Aber lassen Sie es mich deutlich sagen, wir geben den Negativzins der EZB in Höhe von 0,5% zwar weiter, aber unverändert, ohne jeglichen Aufschlag an Sie. Es geht einfach nicht anders. Konkret bedeutet das, dass private Bestandskunden zurzeit keine Entgelte bezahlen. Für Neukunden gilt ein Freibetrag von 100.000 Euro für kurzfristige Anlagen. Erst darüber hinaus fällt das Verwahrentgelt an. Als Kirchengemeinde, sozialer Träger oder andere Einrichtung zahlen sie bislang nichts, solange auf ihren kurzfristig verfügbaren Konten nicht mehr als 1 Million Euro liegt. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass diese Freibeträge angemessen sind. Ich werde oft gefragt, wie kann ich denn Verwahrgebühren reduzieren? Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, unser Angebot an Sie steht. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir finden einen Weg, wie Sie mit Ihrem Geld etwas Besseres anfangen können, als Negativzinsen zu zahlen. Ganz gleich, ob es um Ihr Privatvermögen oder um institutionelle Rücklagen geht. Sie wissen ja, bei uns ist Ihr Geld nicht nur gut und sicher aufgehoben, sondern auch nachhaltig und sozial verantwortlich investiert. Ist Ihnen in der letzten Zeit schon mal der Begriff EU-Taxonomie begegnet? Wer regelmäßig einen Blick in die Wirtschaftsteile von Zeitungen wirft, hat das vielleicht schon gelesen. Die Idee hinter der Taxonomie: die EU hat einen Rahmenkatalog aufgestellt, nach dem entschieden werden kann, ob Geld in nachhaltige Investitionen fließt oder eher dem Klima schadet.
weil die EU hiermit lediglich den Rahmen abgesteckt und keine festen Kriterien definiert hat, sind Kapitalanlagegesellschaften relativ frei, ob sie die von ihnen aufgelegten Fonds als nachhaltig deklarieren oder nicht. Damit gibt sich so mancher nun gerne ein bisschen grüner, als er in Wirklichkeit ist. Das ist keine Seltenheit. Die Anzahl der nachhaltigen Fonds in Deutschland hat sich im ersten Quartal dieses Jahres mehr als verdoppelt. Und tatsächlich schmücken sich unserer Ansicht nach immer mehr Banken mit nachhaltigen Finanzprodukten, ohne dabei konsequent nachhaltig zu sein. Das könnte man auch Greenwashing nennen. Warum? Natürlich, weil Grün sich eben gut verkauft und weil sich daraus effektive Marketingstrategien entwickeln lassen. Mir ist das wichtig zu sagen, weil hier der wesentliche Unterschied zwischen unserem Haus und vielen anderen Anbietern ist. Bei der Bank für Kirche und Diakonie ist Nachhaltigkeit kein Produktzweig und auch keine Marketingstrategie. Nachhaltigkeit ist Bestandteil unserer DNA. Und wir treten gemeinsam mit Ihnen, unseren Mitgliedern aus Kirche und Diakonie, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Und das nicht nur bei den Kapitalanlagen, das gilt für unser gesamtes Bankgeschäft. Sie erinnern sich vielleicht, im vergangenen Jahr konnte unser Fair World Fonds, den wir gemeinsam mit Brot für die Welt entwickelt haben, seinen 10. Geburtstag feiern. Den 10. Aktuell freuen wir uns, dass der Fair World Fonds inzwischen auf über, was schätzen Sie, 1,5 Milliarden Euro angewachsen ist und damit zu den erfolgreichsten Investmentfonds mit hohem Ambitionsniveau in Deutschland zählt. Bereits 2008, also vor 13 Jahren, haben wir als erste Kirchenbank einen vollumfänglichen Nachhaltigkeitsfilter entwickelt. Er betrachtet bei der Bewertung von Unternehmen mehr als 700 Indikatoren und wendet ein strenges Best-in-Class-Prinzip und Ausschlusskriterien an. Sie sehen, für uns ist das alles wirklich kein Neuland. Und auch möchte ich betonen, dass die aktuelle EU-Taxonomie einen Aspekt leider noch nicht betrachtet, nämlich die soziale Dimension von Kapitalanlagen. Die Taxonomie ist im Nachgang zum Weltklimagipfel in Paris entstanden. Eben deshalb geht es ausschließlich um den Schutz des Klimas. Das ist sicher wichtig und lobenswert. Aber wir als Kirchenbank haben auch die Menschen und eben die sozialen Aufgaben im Fokus. Das wird auch mit dem Blick auf die folgenden Zahlen deutlich. Rund 2,2 Milliarden Euro umfasst unser Kreditgeschäft. Allein 650 Millionen Euro haben wir im vergangenen Jahr als Finanzierung in nachhaltige Projekte neu zugesagt. Sie wollen wissen, wohin das Geld fließt? Ich sage es Ihnen gerne und Sie sehen ja auch auf dem Chart nochmal. Damit finanzieren wir Lebensqualität im Alter, aber auch so manches lebendige Gemeindeleben. Eine gute Gesundheitsversorgung ist uns ebenso wichtig wie Bildung oder bezahlbarer Wohnraum. Auch dafür ist Geld da. Sie wissen, dazu verwenden wir die Gelder, die Kirche, Diakonie sowie Stiftung und Privatpersonen bei uns anlegen. Sie wissen aber auch, nicht alles steht auf dem Papier. Wir zeigen Ihnen und jedem, der es wissen will, gerne, wie und wo das Geld arbeitet. Wenn Sie mögen, können Sie auch einen Blick später einmal auf unsere Homepage werfen. Da finden Sie unter dem Stichwort Kredittransparenz genaue Angaben. Auch in unserem Jahresbericht finden Sie auf Seite 44 bis 47 erneut eine lange Liste eindrucksvoller Beispiele aus 2020. So viel zu diesen wichtigen Themen. In den folgenden Minuten möchte ich mit Ihnen gemeinsam einen Blick auf die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres werfen. Um es vorwegzunehmen, es war wegen Corona nicht nur ein anstrengendes, sondern trotzdem ein recht erfolgreiches Jahr. Alle Details finden Sie, wie Sie wissen, in unserem Jahresbericht, den wir Ihnen Mitte Mai per Post zugesendet haben und natürlich online auf unserer Homepage. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei Superintendenten Albrecht Nollau aus Dresden und den Herren Dr. Rosenbauer und Böhmer von der Diakonie in Südwestfalen. Ich habe gehört, Sie sind auch hier. Dankeschön dafür, dass wir Sie und Ihre Projekte und Erfahrung trotz der erschwerten Bedingungen in der Corona-Pandemie im Jahresbericht vorstellen durften. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, nun zu den Zahlen. Die Bilanzsumme stieg
zu 2019 entgegen unserer Prognose um 17,2% auf 6,8 Milliarden Euro. Bei unserer Planung waren wir von einem Anstieg der Bilanzsumme von 1,7% ausgegangen. Ursächlich für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die überplanmäßige Zunahme der bilanziellen Kundengelder sowie der Bankenrefinanzierung. Kommen wir deshalb zu den Kundeneinlagen und dem Anlagevolumen inklusive Wertpapiere. Für 2020 hatten wir einen marginalen Rückgang der bilanziellen Kundengelder in einem Umfang von knapp 1% prognostiziert. Entgegen dieser Einschätzung verzeichneten die bilanziellen Kundengelder bis zum Bilanzstichtag einen deutlichen Anstieg um 16,5% auf knapp 5,6 Milliarden Euro. Insbesondere bei den täglich fälligen Einlagen und den Kündigungsgeldern. Warum? Unsere Kunden hielten eine sehr hohe Liquidität vor, sicher auch durch die Corona-Pandemie bedingt. Diese Entwicklung sehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen freuen wir uns natürlich über Ihr Vertrauen. Zum anderen sind das natürlich genau die kurzfristigen Geldanlagen, auf die Negativzinsen der EZB entfallen. Auch für den Bereich Wertpapiere kann ich über eine positive Entwicklung berichten. Unsere Kunden haben bezogen auf die Kurswerte knapp 3,9 Milliarden Euro angelegt, trotz der Volatilitäten an den Finanzmärkten während des Berichtszeitraums ist dies ein Plus von rund 5,7%. Der sehr gute Ausbau unseres Kundenkreditgeschäfts konnte in 2020 weiter fortgesetzt werden. Im Ergebnis konnten die bilanziellen Kundenforderungen im vergangenen Jahr um mehr als 15% auf über 2,2 Milliarden Euro gesteigert werden. Anfragen zu Corona, Liquidität und Kredithilfen spielten im vergangenen Jahr dabei eine absolut untergeordnete Rolle. Unsere institutionellen Kunden, die im Wesentlichen in der Sozialwirtschaft und der Gesundheitsbranche tätig sind, sind unter anderem durch die staatlichen Rettungsschirme und die Unterstützung der Kostenträger aus heutiger Sicht gut durch die Pandemie gekommen. Zusammenfassend lässt sich zu den Erwartungen für das laufende Jahr 2021 sagen, dass wir von einer insgesamt stetigen Entwicklung ausgehen. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, Ihnen auch mal die Summe unserer Spenden von der Bank selber oder unserer KD-Bank-Stiftung sowie im Bereich Sponsoring zu nennen. Insgesamt haben wir im letzten Jahr 532.000 Euro, also mehr als eine halbe Million Euro, zur Umsetzung von innovativen kirchlichen und diakonischen Projekten beigetragen. Wie ich finde, eine beeindruckende Zahl. Meine Damen, meine Herren, die Bank für Kirche und Diakonie verfügt über eine angemessene Eigenkapitalbasis. Die Ergebnisrücklagen konnten wir nach Beschluss der Generalversammlung im Dezember 2020 durch die Zuführung aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 um 7,5 Millionen Euro auf 192,2 Millionen Euro aufstocken. Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder veränderten sich zum Bilanzstichtag kaum und lagen bei 53,1 Millionen Euro. Die bilanziellen Eigenmittel haben sich im Berichtszeitraum absolut von 493 auf 515,3 Millionen Euro erhöht. Unsere Kernkapitalquote konnte mit den steigenden Eigenmittelanforderungen aus der Umsetzung unserer geplanten Geschäftsaktivitäten nahezu Schritt halten und beträgt zum Bilanzstichtag 15,6%. Die Gesamtkapitalquote sank dabei von 16,5% auf 15,9%, auch aufgrund des planmäßigen Auslaufs von Teilen des Ergänzungskapitals. Vor dem Hintergrund der nach wie vor herausfordernden Rahmenbedingungen war die Ertragslage der Bank für Kirche und Diakonie zufriedenstellend. Da die Zinsaufwendungen stärker gesunken sind als die Zinserträge, ist der Zinsüberschuss gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Millionen Euro auf 39,3 Millionen Euro gestiegen. Der Anstieg des Zinsüberschusses konnte im Berichtsjahr den Rückgang der laufenden Erträge aus anderen Wertpapieren und Beteiligungen aber nicht ausgleichen. Zur Stabilisierung der Erträge im Niedrigzinsumfeld messen wir strategisch dem Provisionsergebnis eine größere Bedeutung zu. Der Anstieg des Provisionsüberschusses auf rund 14,8 Millionen Euro resultiert insbesondere aus gestiegenen Erträgen aus dem Kundenwertpapiergeschäft.
Die zunächst kalkulierten negativen Einflüsse infolge der Pandemie blieben im weiteren Jahresverlauf aus. Die gesamten ordentlichen Verwaltungsaufwendungen einschließlich der Abschreibung und Wertberichtigung auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen stiegen im Berichtsjahr auf 34,8 Millionen Euro an. Die Aufwandsertragsrelation, die sogenannte Cost-Income-Ratio, hat sich im Vergleich zum Vorjahr von knapp unter 50% auf 51,1% etwas verschlechtert. Im Berichtsjahr erreichten wir ein Betriebsergebnis vor Bewertung in Höhe von 33,3 Millionen Euro. Der Rückgang des Betriebsergebnisses um 600.000 Euro resultiert insbesondere aus rückläufigen Zinserträgen aus Wertpapieren und gestiegenen Verwaltungsaufwendungen. Mit ihrer wirtschaftlichen Stärke ist die KD Bank ein verlässlicher Partner für Institutionen aus Kirche, Diakonie und Sozialwirtschaft, deren Stiftung sowie Privatkunden, die unsere christlichen Werte teilen. Um unseren Auftrag auch zukünftig gerecht zu werden, stärken wir, wie Sie wissen, unsere Rücklagen kontinuierlich. Aus dem Ergebnis des Berichtsjahres können wir unser Kernkapital durch eine zusätzliche Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken in einem Umfang von 14,2 Millionen Euro erneut stärken. Als Jahresüberschuss weisen wir 9,9 Millionen Euro aus. Darüber hinaus ist wichtig für Sie zu wissen, dass wir unseren gesamten Wertpapierbestand, wie in den vergangenen Jahren auch, nach dem strengen Niederswertprinzip bewertet haben. Ausfälle oder Zahlungsstörungen waren bei den Eigenanlagen nicht zu verzeichnen. Erkennbaren und latenten Risiken im Kundenkreditgeschäft haben wir durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen. Unsere Mitarbeitenden bilden mit ihrer besonderen Expertise, ihrer Nähe zur Kirche und Diakonie sowie ihrem Engagement den Grundpfeiler unseres Erfolges. Das ist während der Corona-Krise besonders deutlich geworden. Deswegen freuen wir uns sehr über die langen Betriebszugehörigkeiten. Im Jahr 2020 feierte Gabriele Hans-Willemenke ihr 45-jähriges Dienstjubiläum. Gabriele Thoms blickte auf 40 Jahre zurück. Seit 25 Jahren arbeiten Gunnar Frenzel und Thorsten Tietze bei uns. Seit 20 Jahren engagieren sich Holger Bilz, Andrea Buhler, Marion Eckloff, Sascha Eulering, Werner Grob, Susanne Hammanns, Harald Heibel, Ralf Hoffmann, Viola Kroll, Alexander Lahr, Christian Müller, Birgit Notz, Doris Oldach und Manuela Trotz in unserer Bank. Einige von Ihnen sind heute auch hier. Danke für Ihr langes Wirken für unsere Bank. Viele weitere, ja. Viele weitere Kollegen feiern auch 15- oder 10-jährige Jubiläen. Gleichzeitig haben wir 24 neue Kolleginnen und Kollegen und 3 Auszubildende in die Belegschaft neu aufgenommen. Ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir beim Start der bundesweiten betrieblichen Corona-Impfaktion in der letzten Woche allen unseren Mitarbeitenden und ihren nahestehenden Angehörigen ein sofortiges Impfangebot unterbreiten konnten. Mit Unterstützung und da ein herzliches Dankeschön der Evangelischen Stiftung Vollmerstein, die uns dann auch die Betriebsärzte gestellt hat, dass wir in der 6. Etage, das sehen Sie vielleicht hier, auch dann impfen lassen konnten, wurden letzten Mittwoch mehr als 100 Impfungen in unserer Bank durchgeführt. Es hat uns sehr gefreut, dass wir dabei sein konnten. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, lassen Sie mich nun abschließend zur Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2020 kommen. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass es in diesem Jahr, und Frau Thieme sprach es ja an, keineswegs selbstverständlich ist, dass eine Bank eine Dividende ausschütten darf. Angesichts der Corona-Pandemie haben die EZB und die Bankenaufsicht an die deutsche Kreditwirtschaft appelliert, nur begrenzt Dividenden auszuschütten. Hintergrund ist, dass viele Banken und Sparkassen massiv von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen sein könnten. Das ist bei uns wegen unserer besonderen Struktur, also ihretwegen, meine Damen und Herren, aus Kirche und Diakonie aus heutiger Sicht zum Glück nicht der Fall. Und deswegen haben wir der BaFin nach einer individuellen Betrachtung der Risiko- und Ertragssituation unseren Ausschüttungswunsch angezeigt. Aus diesem Grund schlägt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat die folgende Verwendung des Jahresüberschusses vor.
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4% auf die dividendenberechtigten Geschäftsguthaben der Mitglieder in Höhe von 2.118.465,54 €. Darüber hinaus Einstellung in die gesetzliche Rücklage 3.884.375,76 €. Einstellung in andere Ergebnisrücklagen 3.880.000 €. Insgesamt 9.882.841,30 €. Mit Ihrer Zustimmung werden wir die Dividende voraussichtlich am Dienstag, 22. Juni 2021, auf Ihren Konten gutschreiben. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, abschließend bedanke ich mich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Das tue ich natürlich auch im Namen von Frau Klüter, Frau Pollach und Herrn Moltricht. Ein ganz besonderer Dank gilt allen unseren Mitarbeitenden für ihre engagierte Arbeit. 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie ganz besonders herausfordernd. Dem Betriebsrat und dem Vorsitz von Herrn Vorgang danken wir für die gute Zusammenarbeit. Unser Dank gilt aber auch allen Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Beirats, allen voran Ihnen, liebe Frau Thieme, dafür, dass Sie uns im Vorstand mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihr Erfahrungsschatz und Ihr Wissen über das Bankgeschäft auf der einen Seite und Kirche und Diakonie und Sozialwirtschaft auf der anderen Seite ist für uns besonders wertvoll und von höchster Priorität. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, gemeinsam zu handeln, um Gutes zu bewirken. Sie wissen, das ist unser Leitmotiv und das beschreibt aus unserer Sicht auch sehr gut die Zusammenarbeit zwischen den Gremien unseres Hauses. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Bei Ihnen allen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Diesen Dank kann ich nur zurückgeben, lieber Herr Dr. Tiesler. Es ist eine großartige Teamleistung, die Sie mit den Mitarbeitenden und dem Vorstandskollegen erbracht haben im letzten Jahr. Und ich nenne nur beispielhaft die jetzt gerade erst zurückliegende Impfaktion, die einfach zeigt, mit welcher Achtsamkeit, mit welcher Fürsorge im Haus der KD-Bank miteinander umgegangen wird, mit welchem Respekt, aber auch welcher Talentförderung dort wirklich die Menschen genommen werden. Und es war kein leichtes Jahr, selbst wenn man anfangs noch das Gefühl hatte, es sei eine systemrelevante Bank, die alles konnte und auch in der Bank bleiben konnte, mussten wir dann doch im Herbst feststellen, dass es nicht nur von der Finanzmarktseite her deutliche Themen gab, sondern eben auch von der operativen Durchführung der Arbeit. Und ich finde, Sie haben das ganz großartig geleistet. Und es ist überhaupt gar nicht einfach, als Mutter mit Kindern zu Hause am Küchentisch den Job in der Bank weiterzumachen oder als Vater sich die notwendige Ruhe zu nehmen für Kundengespräche. Und daher gebührt Ihnen allen unser aller Dank dafür. Bevor wir zur Aussprache unter Punkt 4 kommen, fahre ich fort mit dem Bericht des Aufsichtsrates, den ich etwas kürzer als sonst halte, weil er Ihnen vollständig im Jahresbericht zur Verfügung ist. Denn der Aufsichtsrat hat alle ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten in vollem Umfang auch in diesem Geschäftsjahr erfüllt. Wir haben uns laufend und das sicher auch noch häufiger als sonst über Geschäftstätigkeit, Liquiditäts-, Ertrags- und Risikolage der Bank unterrichtet und sich auch von der Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung überzeugt. Die Pandemie hat auch ab März letzten Jahres die Arbeit des Aufsichtsrates wesentlich geprägt. In enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat zielte das Krisenmanagement des Vorstands frühzeitig darauf ab, die Betriebsbereitschaft und die Liquiditäts- und Kreditversorgung in Diakonie und Sozialwirtschaft sicherzustellen und die Kunden und Mitarbeitenden bestmöglich zugleich vor Infektionen zu schützen. Durch eine hohe
in Deutschland sogenannte Homeoffice-Quote, die Schließung der Filialen für den Kundenverkehr, ein Hygiene- und Schutzkonzept sowie durch den Aufschub einiger Projekte, die wir intensiv diskutiert haben, ist das nach Einschätzung des Aufsichtsrates sehr gut gelungen. Ein besonderer Fokus des Aufsichtsrats lag auf der Betrachtung der Ertrags- und Risikosituation der Bank, der sicheren und rechtlich einwandfreien Durchführung der Generalversammlung im vergangenen Dezember und der Frage, ob die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in der Corona-Pandemie angemessen ist. Sie alle haben vielleicht mitverfolgen können, dass die BaFin sehr kritisch zu diesen Ausschüttungen gestanden hat. Aber wir fanden, dass die Lage der KD-Bank so gut ist, dass wir uns das leisten können und Ihnen als Genossen und Genossinnen die notwendige Dividende für Ihr Engagement zukommen lassen können. Aufsichtsrat und Vorstand haben dabei die rechtlichen Möglichkeiten der Covid-19-Maßnahmengesetze genutzt und den Jahresabschluss im 2019 im Juni vergangenen Jahres entsprechend den gesetzlichen Corona-Regelungen festgestellt und in der virtuellen Generalversammlung am 14. Dezember darüber berichtet. Die Beschlüsse der Generalversammlung, die mit Blick auf die Sicherheit der Mitglieder und Mitarbeitenden zweimal verschoben werden musste, wurden im Herbst im schriftlichen Verfahren eingeholt und den Mitgliedern in der abschließenden virtuellen Generalversammlung bekannt gegeben. Auch die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4% für das Geschäftsjahr wurde durch die Generalversammlung auf diesem Wege beschlossen. Um die vielfältigen Aufgaben des Aufsichtsrats mit der erforderlichen fachlichen Tiefe und mit ausreichender Zeit bewältigen zu können, unterstützen ein Arbeitsausschuss, ein Risiko- und Prüfungsausschuss den Aufsichtsrat. Beide werden aus Mitgliedern des Aufsichtsrates gebildet, die sich intensiver mit den Themen mit notwendiger Zeit und Expertise befassen. In 2020 haben sich folgende Veränderungen im Aufsichtsrat ergeben. Das Mandat von Dr. Frank Rippel endete durch den Eintritt in den Ruhestand. Wiedergewählt wurden Frau Brigitte André, Dr. Wolfram Gerdes und Dr. Arne Kupke. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Dietmar Motzer, Katrin Schäfer und Carsten Simmer. Mit den Vorstandsmitgliedern der Bank werden grundsätzlich 5-Jahresverträge geschlossen. Im Berichtsjahr stand kein Vertrag zur Verlängerung an. Um die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand weiter zu verbessern und die Transparenz für die Mitglieder und Kunden der Bank zu erhöhen, haben Aufsichtsrat und Vorstand im März 2015 erstmals den Corporate Governance Codex für Genossenschaften anerkannt und haben auch für das Geschäftsjahr 2020 gemeinsam Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechungserklärung abgegeben. Der Kodex sieht zum Beispiel vor, dass der Bericht des Aufsichtsrates darüber informiert, wenn ein Aufsichtsratsmitglied nur an der Hälfte der Sitzungen oder weniger teilgenommen hat. Das war im Jahr 2020 krankheitsbedingt bei einem Aufsichtsratsmitglied der Fall. Frau Katrin Schäfer konnte nach ihrer Neuwahl in den Aufsichtsrat krankheitsbedingt nicht an der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 14. Dezember vergangenen Jahres teilnehmen. Der Genossenschaftsverband, Verband der Regionen e.V., führte die gesetzlichen Prüfungen für das Geschäftsjahr 2020 gemäß § 53 fortfolgende Genossenschaftsgesetz in Verbindung mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts durch. Der Genossenschaftsverband, Verband der Regionen e.V., hat die Unabhängigkeit der an der Abschlussprüfung beteiligten Mitarbeitenden bestätigt. Ein Prüfungsschwerpunkt wurde durch die Aufsichtsratsvorsitzende nicht gesetzt. Hierzu sahen wir keinen Anlass. Der Aufsichtsrat hat sich davon überzeugt, dass der Jahresabschluss zutreffend aus der Buchführung und den Inventaren der Bank entwickelt wurde.
Er prüfte den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstands für die Ergebnisverwendung. Er befand ihn für richtig und erklärte sein Einverständnis mit dem Vorschlag für die Ergebnisverwendung, der den Vorschriften unserer Satzung entspricht. Der Aufsichtsrat hat die Feststellung der Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG unter anderem bei dem IT-Dienstleister der Bank, der Fiducia und GAD IT AG, zur Kenntnis genommen. Der Genossenschaftsverband, Verband der Regionen e.V., hat in seiner Prüfung festgestellt, dass die Bank alle ihr vorliegenden Informationen zu der Prüfung nach § 44 KWG sachgerecht analysiert und angemessene Maßnahmen definiert und auch zeitgerecht umgesetzt hat. Der Aufsichtsrat hat sich darüber hinaus regelmäßig in seinen Sitzungen darüber informieren lassen. Der Genossenschaftsverband Verband der Regionen e.V. berichtete Vorstand und Aufsichtsrat in einer gemeinsamen Sitzung am 28. April 2021 über das Ergebnis der Prüfung, bestätigte die Unabhängigkeit der an der Abschlussprüfung beteiligten Mitarbeitenden und erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Aufsichtsrat hat sich im Rahmen dieser gemeinsamen Prüfungsschlusssitzung mit den Prüfungsfeststellungen bezüglich der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagements intensiv befasst. Außerdem hat er sich über Besonderheiten und gegebenenfalls auftretende Unstimmigkeiten im Rahmen der Jahresabschlussprüfung informiert. Solche Unstimmigkeiten traten nicht auf. Der Aufsichtsrat hat anschließend gemeinsam mit dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung beraten und der Generalversammlung empfohlen, die vorgeschlagene Ergebnisverwendung zu beschließen. Um eine größtmögliche Flexibilität bei der Planung der Generalversammlung und Beschlussfassung unter Corona-Bedingungen zu haben, hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss entsprechend den Regelungen des Covid-19-Maßnahmengesetzes im Umlaufverfahren am 8. Juni 2021 festgestellt. Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands und allen Mitarbeitenden der Bank für Kirche und Diakonie für die hohe Flexibilität, Motivation und Leistungsbereitschaft im Geschäftsjahr 2020. Es ist uns gut gelungen, die Betriebsbereitschaft der Bank in der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten und vor allem die Liquiditäts- und Kreditversorgung der Kundinnen und Kunden zu gewährleisten. Ich glaube, das war eine große Leistung und wir alle hoffen für das Jahr 2021 auf eine Entspannung der Situation und mehr persönlichen Austausch und Kontakt. Und wir sind zuversichtlich, dass die Schritte, die die Bank in Richtung Flexibilisierung der Arbeit und auch Digitalisierung der Prozesse getan hat, uns in den kommenden Jahren helfen werden, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen. Soweit der Bericht des Aufsichtsrates. Damit komme ich zu Punkt 3, dem Bericht zur gesetzlichen Prüfung und Stellungnahme des Aufsichtsrates. Die zusammenfassenden Schlussbemerkungen des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 haben wir Ihnen mit der Einladung zur Generalversammlung zugesandt. Sie finden ihn auf Seite 3 der Informationen und Unterlagen zur schriftlichen Beschlussfassung. Wir verzichten darauf, Ihnen den Bericht an dieser Stelle vorzulesen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 wurden mit Datum vom 28. April 2021 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wir danken den Herren Wirtschaftsprüfern Ostkotte und Berkau und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Genossenschaftsverbandes Verband der Regionen e.V. für die durchgeführte Prüfung und die stets konstruktive Zusammenarbeit.
Vorstand und Aufsichtsrat haben in der Sitzung am 28. April den Bericht der Prüfung entgegengenommen, sich von der Unabhängigkeit der an der Prüfung beteiligten Personen ein Bild gemacht und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung beraten. In dieser gemeinsamen Sitzung haben Aufsichtsrat und Vorstand den Prüfungsbericht zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Urteil des Prüfungsverbands an und hat dem nichts hinzuzufügen. Der Prüfungsverband wurde gemäß § 58 Absatz 4 Genossenschaftsgesetz darüber in Kenntnis gesetzt. Damit komme ich zum Top 4, Aussprache über die Punkte 1 bis 3. Wir hatten in der Einladung darauf hingewiesen, dass Sie die Möglichkeit haben, im Vorfeld Fragen per E-Mail oder auch sonst an den Vorstand zu richten. Auf diesem Wege haben uns im Vorfeld Fragen erreicht und ich bitte Herrn Dr. Tiesler, die Fragen, die sich insbesondere auf den Vorstand und das operative Geschäft beziehen, zu beantworten. Fragen zum Bericht und zur Tätigkeit des Aufsichtsrates werde ich beantworten. Und insofern komme ich jetzt zu den Fragen, die Herr Kersten gestellt hat. Ja. Herr Müller wird diese vorlesen. Vielen Dank, Frau Thieme. Zwei Fragen haben uns von Herrn Kersten erreicht. Die erste Frage bezieht sich auf die Ertragslage der Bank. Im zusammengefassten Prüfungsbericht heißt es, die Ertragslage der Bank war im Geschäftsjahr 2020 zufriedenstellend. Herr Kersten bittet um eine Einwertung, was zufriedenstellend bedeutet. Und die zweite Frage, da geht es um die Thematik der Geldwäsche bzw. Geldwäscheverhinderung. Im Prüfungsbericht heißt es zur Geldwäsche, die geldwäscherechtlichen Pflichten hat die Bank insgesamt erfüllt. Hier bittet Herr Kersten um eine Erläuterung, warum hier nicht von jeder Zeit erfüllt gesprochen wird. Ja, vielen Dank. Ich warte noch auf den Ton. Eins, zwei. Können wir mich hören? Ja, dann einen herzlichen Gruß nach Dresden, lieber Herr Kersten, in der Hoffnung, dass es Ihnen gut geht und dass wir uns auch hoffentlich auf der Regionalkonferenz dann in Dresden wiedersehen, beantworte ich sehr gerne diese zwei Fragen. Zum einen ist es eben, ja, ich schaue mal Herrn Krawinkel an, der Duktus, der Sprachduktus der Wirtschaftsprüfung, die eben zufriedenstellend sprechen, wenn es ein gutes Geschäftsjahr war. Sind ja immer sehr zurückhaltend und das ist ja auch richtig so. Wenn wir im Vorstand über das Jahr sprechen, auch mit dem Aufsichtsrat und die sprachen ja, wollten gerne auch mal ein paar Schulnoten, dann ist es sicher eine 2 gewesen, so können wir schon sagen. Also keine 1, wie sicher in den früheren Zeiten, also vor 5 Jahren. Das hängt ganz damit zusammen, dass wir eben im Treasury nicht mehr das erreichen können, was wir früher erreicht haben. Denken Sie selber an Ihre Geldanlagen. Was gab es vor 5 Jahren noch für andere Zinssätze, was es heute eben nicht mehr möglich ist. Deswegen fehlt uns da sicher der Ertragsbereich. Aber auf der anderen Seite ist es auch keine 3, denn wir haben eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung. Denken Sie auch an unseren Auftrag, das Kreditgeschäft, Sie in der Diakonie und Kirche da zu unterstützen in den Investitionen. Das ist gut vorangegangen. Die Ertragslage im operativen Bereich ist gut und wir können eben auch aus dem operativen Gewinn diese 4% Dividende gut ausreichen. Und deswegen sagen wir insgesamt eine gute Leistung. Die zweite Frage, und da haben Sie sehr aufmerksam gelesen, wir haben ja jedes Jahr eine Prüfung, die auch die Geldwäsche und die Verhinderung dessen betrifft. Und insgesamt heißt eben, dass es bei uns zu Fehlern kam. Ich sage ganz deutlich, es sind nicht gewichtige oder schwergewichtige oder schwerwiegende Fehler gewesen, aber es waren Bearbeitungsfehler. Also ich mache mal ein Beispiel bei der Kontoeröffnung. Mein Name muss eben aufgeschrieben werden, Dr. Eckhard Helge Tiesler. Und da kann ich nicht sagen, sagen öfter mal Kunden, Doktor, lassen Sie mal weg, machen Sie mal Eckhard Helge Tiesler in die Kontoeröffnung, geht nicht. Es muss Dr. Eckhard und Helge muss eben auch aufgenommen werden. Auch war ein Fall, dass eine Ausweiskopie nicht gut lesbar war, die wurde dann gescannt und man konnte sie schlecht lesen. Oder ein dritter Fall war die fehlende Aktualisierung von Daten. Und ein Thema ist, und das wissen Sie, wenn Sie neue Konten anlegen, brauchen wir heute von Ihnen vorher einen Transparenzregisterauszug, der zeigt, wer wirtschaftlich berechtigter ist, nicht danach.
Das verstehen manche Kunden auch nicht so. Das reicht doch, wenn ich es danach dann an. Nein, wir brauchen es davor, um zu wissen, wer ist wirtschaftlich berechtigter. Das war eben auch ein Fehler. Aber Sie sehen, es sind Bearbeitungsfehler. Und hier gilt eben gerade auch bei der Geldwäsche Null-Fehler-Linie. Wollen wir dort einhalten. Aber es sind eben manche Bearbeitungsfehler vorgekommen. Wir haben aber auch nochmal daraus gelernt, weil wir eben auch die Schulung unserer Mitarbeitenden hier nochmal verstärken haben und auch da nochmal darauf hingewiesen haben, dass das eben wichtig ist, das einzuhalten. Das soweit. Geldwäschefrage ist eine ganz essentielle für uns auch. Wir kennen zwar die Kunden sehr gut und wir wissen, woher sie kommen und woher sie Gelder beziehen, aber wir alle sind ja auch dafür, dass Antikorruptionsbemühungen auch in unserem Land angesichts dieser weltweiten Korruption ordentlich durchgeführt werden. Und insofern bin ich dankbar, dass da auch eine große Kooperation im Hause für diese Themen vorhanden ist. Und herzlichen Dank für die Antwort. Gibt es weitere Fragen aus dem Bereich der E-Mail-Anfragen? Herr Müller. Also uns hat keine weitere Frage erreicht, aber ein herzlicher Gruß von der Kindernothilfe von Herrn Borchardt, der sich bedankt dafür, dass er von Ihnen gerade genannt wurde und insgesamt dieses Projekt auch noch mal nach vorne stellt. Herzlichen Dank und Grüße an die Kindernothilfe zurück. Gibt es Fragen oder Anmerkungen hier im Saal, dann bitte ich Sie, sich an das aufgestellte Mikrofon auf der von Ihnen aus rechten Seite in der Mitte des Saales zu begeben und Ihren Namen und gegebenenfalls die Einrichtung zu nennen, für die Sie hier heute die Vertretung übernehmen. Und bitte den Vorstand auch weiter Frage für die Mitglieder, die uns im Livestream verfolgen, kurz zu wiederholen und auch zu beantworten. Ich lasse jetzt eine längere Pause, falls Sie doch Fragen haben, Statements. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich diese Fragerunde und danke für die ausführlichen Antworten auf die guten Fragen, die gestellt wurden, und gehe über zum nächsten Tagespunkt. Herzlichen Dank auch, Herr Müller. Das ist Punkt 5, Bericht über den Jahresabschluss, Bericht über die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung. Und wie wir Ihnen bereits im Bericht des Aufsichtsrates und auch Herr Dr. Tiesler erläutert haben, hat der Aufsichtsrat von seinem Erleichterungsrecht aus dem Gesetz zur Abmeldung der Folgen der Covid-19-Pandemie Gebrauch gemacht und den Jahresabschluss im Umlaufverfahren am 8. Juni einstimmig festgestellt. Danach schließt die Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite mit 6.812.064.596,82 € und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bilanzgewinn von 9.882.841,30 €. Da somit der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 bereits festgestellt ist, möchte ich darauf hinweisen, dass die Generalversammlung nicht mehr darüber zu beschließen hat. Sehr geehrte Mitglieder, bei den nächsten Punkten der Tagesordnung geht es um die Ergebnisse Ihrer schriftlichen Beschlussfassung, die wir Ihnen mit der Zusendung der Unterlagen und der Einladung zur heutigen Generalversammlung zur Verfügung gestellt haben. Das Verfahren haben wir in Abstimmung mit dem Genossenschaftsverband geplant und wir nutzen auch damit in Ihrem Interesse das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie, das Genossenschaften erlaubt, Beschlüsse durch die Mitglieder in schriftlicher Form zu fassen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns heute hier persönlich in Dortmund treffen können, zu dem Zeitpunkt der Planung der Veranstaltung und des Verfahrens sehr gering war und dass wir uns für einen möglichst sicheren Weg für uns alle entschieden haben. Einsendeschluss für die Wahlunterlagen war der 9. Juni
diesen Jahres. Unterlagen, die bis zu dem Tag eingegangen waren, haben wir bei der Auszählung berücksichtigt. Die Auszählung der schriftlich abgegebenen Stimmen hat die Innenrevision der Bank für Kirche und Diakonie am 10. Juni im Vier-Augen-Prinzip vorgenommen. Und ich werde Ihnen jetzt die Ergebnisse im Detail vorstellen. Bericht über die Beschlussfassung der Ergebnisverwendung. Der Beschlussvorschlag lautete von Vorstand und Aufsichtsrat: erstens Ausschüttung einer Dividende von 4% auf die dividendenberechtigten Geschäftsguthaben der Mitglieder in Höhe von 2.118.465,54 €. Zweitens Einstellung in die Rücklagen, zunächst in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 3.884.375,76 € und in die andere Ergebnisse Rücklagen in Höhe von 3.880.000 €. Die von der BaFin vorgeschriebene Anzeige der Ausschüttungsabsicht ist Anfang Mai 2021 erfolgt. Die Auszählung der Stimmen führte zu folgendem Ergebnis: Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen 352, Anzahl der Ja-Stimmen 345, Anzahl der Nein-Stimmen 2, Anzahl der Enthaltungen 5, Das Verhältnis der Zustimmung ist daher 99,4%. Und damit stelle ich fest, dass dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Verwendung des Jahresüberschusses zum 31. Dezember 2020 mit sehr großer Mehrheit zugestimmt wurde und verkünde den entsprechenden Beschluss. Komme damit zu Punkt 6, Bericht über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Zunächst zur Entlastung des Vorstands. Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen 345, Anzahl der Ja-Stimmen 343, Anzahl der Nein-Stimmen 2. Ich stelle daher fest, dass dem Vorstand mit sehr großer Mehrheit Entlastung erteilt wurde und verkünde hiermit den entsprechenden Beschluss. Als nächstes komme ich zur Entlastung des Aufsichtsrats. Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen 343, Anzahl Ja-Stimmen 339, Anzahl Nein-Stimmen 1, Anzahl Enthaltungen 3. Und damit stelle ich fest, dass dem Aufsichtsrat mit sehr großer Mehrheit Entlastung erteilt wurde und verkünde auch hier den entsprechenden Beschluss. Und danke. Auch im Namen der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates, für deren kollegiale Zusammenarbeit ich hiermit mich auch persönlich bedanken möchte, für das Vertrauen, das mit Entlastung sowohl von Vorstand und Aufsichtsrat mit einer so großen Mehrheit ausgesprochen wurde. Herzlichen Dank. Dann komme ich zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt, den Bericht über den Beschluss zur Satzungsänderung. Die vorgeschlagenen Änderungen orientieren sich exakt an der Mustersatzung des BVR und wurden im Vorfeld mit unserem Rechtsanwalt und Experten im Genossenschaftsrecht, Herrn Dr. Schultheiß, abgestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Mitgliedern vorgeschlagen, die Paragraphen 2, 19, 22 bis 28, 33, 35, 36 und 42 der Satzung zu ändern. In der Synopse haben wir die Änderungen transparent und für alle nachvollziehbar dargestellt und erläutert. Ihre Abstimmung führte zu folgendem Ergebnis: Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen 351, Anzahl der Ja-Stimmen 334, Anzahl der Nein-Stimmen 1, Anzahl Enthaltungen 16. Und damit stelle ich fest, dass die Änderung der Satzungsnormen, wie sie in der übersandten, in diesem Protokoll als Anlage beiliegenden Satzungssynopse ausdrücklich kenntlich gemacht wurden, mit sehr großer Mehrheit und damit mit der erforderlichen Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen beschlossen wurde
und verkünde den entsprechenden Beschluss. Ich komme dann zum Punkt 8 unserer Tagesordnung, dem Bericht über die Wahlen zum Aufsichtsrat. Bevor wir zu den Wahlergebnissen kommen, möchte ich Frau Brigitte André verabschieden, die ihr Aufsichtsratsmandat nach dem Eintritt in den Ruhestand vom 28. April 2021 niedergelegt hat. Liebe Frau André, im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie im Namen unserer Mitglieder danke ich Ihnen sehr herzlich und für die geleistete Arbeit und Unterstützung in den vergangenen Jahren. Für Ihren Ruhestand wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen. Bleiben Sie unserer Bank freundschaftlich verbunden. Es standen in diesem Jahr keine Neuwahlen an. Aus dem Kreis der Mitglieder sind keine schriftlichen Wahlvorschläge für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 24 Absatz 1 eingegangen. Turnusgemäß endet die Amtszeit von Herrn Dr. Johann Weußmann mit der heutigen Generalversammlung. Herr Dr. Weußmann wurde vom Aufsichtsrat gemäß den Vorgaben unserer Satzung zur Wiederwahl vorgeschlagen. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Zahlendreher in unserer Einladung aufmerksam machen. Herr Dr. Weußmann ist 56 Jahre und nicht 65 Jahre alt. Wer ihn sieht, weiß das sehr schnell nachzuvollziehen und im Kopfe zu korrigieren. Wir bitten Sie, dieses Versehen zu entschuldigen und freuen uns, dass er uns noch lange unterstützen kann. Herr Dr. Weußmann vertritt als Vizepräsident die Evangelische Kirche im Rheinland und ist zweiter stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bank. Bereits seit 2013 arbeitet er im Aufsichtsrat mit und seine Wahl hat folgende Ergebnisse ergeben. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen ist 352, Anzahl der Ja-Stimmen 334, Anzahl Nein-Stimmen 2, Anzahl Enthaltungen 16. Ich stelle daher fest, dass Herr Dr. Johann Weußmann mit sehr großer Mehrheit wieder in den Aufsichtsrat gewählt worden ist und verkünde den entsprechenden Beschluss. Herr Dr. Weußmann, nehmen Sie die Wahl an. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch und ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit. Wir kommen damit zum Punkt 9 unter Verschiedenes. Der Termin unserer nächstjährigen Generalversammlung wurde festgelegt auf den 15. Juni. Sie findet wieder und hoffentlich dann auch vollständig im Kongresszentrum der Dortmunder Westfalenhallen statt. Ich glaube, dass wir alle darauf fiebern, es dann auch ohne die Masken tun zu können und wir alle wünschen uns das in besonderer Weise. Gibt es eine Frage aus der hybriden Teilnehmerschaft, die nicht hier im Saal ist, Herr Müller? Nein, uns haben keine weiteren Fragen erreicht, Frau Thieme. Dann frage ich Sie hier im Saal, haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen zum Punkt Verschiedenes? Das sehe ich auch nicht. Damit schließe ich den formellen Teil der 68. ordentlichen Generalversammlung unserer Bank und verabschieden uns mit der Jahreslosung 2021-2022. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aus Johannes 6, Vers 37.